Communado ist ein sehr spezialisierter Lösungsanbieter, der sich beschäftigt mit Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen. Das heißt, wir entwickeln auf unterschiedlichsten Technologien Softwarelösungen, die unseren Kunden helfen, die Kommunikation ihrer Mitarbeiter standortübergreifend und bereichsübergreifend besser zu bewerkstelligen. Communado ist dabei sowohl Technologielieferant als auch derjenige, der die richtigen fachlichen Konzepte dafür hat. Wir haben also bei Communado Technologieteams für Microsoft-Technologien, für Java-Technologien, für Open-Source-Technologien und uns zeichnet aus, dass wir Lösungen dieser Art, also Intranets, Projektportale, Web 2.0-Systeme, Enterprise 2.0-Systeme auf unterschiedlichsten Technologien anbieten können. Also ich finde sehr positiv, dass man sich auch als Mitarbeiter an vielen Entscheidungen mit einbringen kann. Ich denke, das trägt auch sehr zum Betriebsklima mit bei. Also man fühlt sich dann stärker verbunden mit dem Unternehmen. Ich finde auch, dass dieses Arbeitszeitkontenmodell, was wir bei Communado haben, sehr gut. Also man kann auch zum Beispiel seine Familienbedürfnisse damit abstimmen. Also ich habe zwei kleine Kinder und finde es eigentlich sehr gut, dass ich hier auch mit der Arbeitszeit flexibel bin und auch mal eher gehen kann oder mal später kommen kann, wenn es dann ein Problem gibt. Ich finde auch gerade für Studienabgänge ist es sehr interessant, hier anzufangen, weil wenn man jetzt noch nicht so viel praktische Erfahrung hat, wird man nicht im Stich gelassen. Also man hat viele kompetente Kollegen, die einem da weiterhelfen und das Wissen kann man hier sehr schnell auch aufbauen. Also wir haben auch sehr, sehr viele Werkstudenten, das heißt, selbst während des Studiums kann man sich durchaus bei Communado bewerben und man kann halt wirklich einen schönen Praxiseinsatz erfahren. Das ist im Bereich Marketing, Consulting, im Bereich .NET-Entwicklung, im Bereich Java-Entwicklung und von daher ist es wirklich eine schöne Möglichkeit, auch mal einfach in die Firma zu schnuppern und gefällt es mir hier. Letztendlich suchen wir ganz unterschiedliche Leute Richtung Berater, Consultants, dann natürlich Leute mit dem technischen Hintergrund, die vor allem auch, sagen wir mal, technische Neugierde, technische Leidenschaft mitbringen. Genauso suchen wir aber neben diesen kreativen, visionären Leuten auch Leute, wir nennen es immer Finisher, die eine Lösung mit hoher Qualität auch zu Ende bringen. Und was alle bei Communado eigentlich verbindet, ist die Begeisterung für Technologie, für neue Medien, für eine gute Lösung für den Kunden, ein Qualitätsbewusstsein und ein Stück weit Entwicklerehre. Das ist das, was wir suchen. In allen Projekten gehört eigentlich immer ein Stück weit Neuland dazu, also die Bereitschaft, sich in neue Technologien einzuarbeiten, diese auszuprobieren und wenn sie reif genug sind, dann letztlich auch in die Praxis zu überführen. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, gerade auch in der Produktentwicklung, aber auch in der Projektentwicklung mit Kunden. Was mich gereizt hat, bei Communado anzufangen, ist die Möglichkeiten, die eben auch den Mitarbeitern geboten werden, sich persönlich zu entwickeln. Einerseits interessengesteuert, welche Interessen habe ich persönlich, natürlich auch durch, sollten die mit den Firmeninteressen übereinstimmen, aber da werden wirklich viele Freiheiten gewährt und also, es macht wirklich Spaß. Ich denke, man muss in einem Bewerbungsgespräch einfach man selbst sein und man kann sich vorbereiten, indem man sich überlegt, welche Fragen stelle ich denn? Weil die Fragen, die ein Bewerber stellt, sagen sehr, sehr viel von dem aus, wofür er sich interessiert, was er denkt.